Hallo und willkommen zu meinem Video. Ja, dieses Jahr ist ein spannendes Jahr. Ich habe letztes Jahr zu meiner Mama gesagt, ich glaube 2022 wird ein spannendes Jahr. Aber dass es jetzt schon in den ersten 3 Monaten so spannend wird, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Und die Spannung steigt. Nein, das ist so sensibel, so unsensibel gerade. Aber es ist wirklich so, also irgendwie welttechnisch steigt gerade alles, die Lebenskosten, die Kriegskosten. Irgendwie finde ich es aber auch interessant, dass unsere Regierung jetzt Schulden aufnimmt, auf der einen Seite fürs Militär, aber keine Schulden bereit ist aufzunehmen, um den Leuten zu helfen, die kein Geld haben, wie zum Beispiel den Rentnern, den Armen und den Behinderten und den Kindern vor allem und die Schulen zu renovieren. Aber ich sag ja nichts. Ich sag nichts. Ich habe gar nichts gesagt. Ich meine auch nicht. Ich sag nichts. Ich meine nichts. Ich habe nur rumgemurmelt. Wer wird denn schon auf ein verschnupftes Schwätz hören? Ja. Ja. gut. Was mich irgendwie, es klingt jetzt voll komisch, aber was mich auch irgendwie so ein bisschen stört, ist der Gedanke, dass jetzt zweimal 100 Euro ausgezahlt werden mit dem Satz, es ist eine Einmalzahlung. Das funktioniert so nicht. Einmalzahlung heißt einmal. Einmal. Nicht, dass man zweimal 100 zahlt. Das ist ja schon eine Zweimalzahlung. Also, sowas nervt mich. Es ist zwar voll so, das ist jetzt so wirklich first world problems, aber ich mag das nicht, wenn man sagt, das ist eine Einmalzahlung und dann zweimal zahlt. Weil man kann eine Einmalzahlung nicht auf zweimal aufteilen, das geht nicht. Dann ist es eine Einmalzahlung auf Raten, aber das wäre dann immer noch keine Einmalzahlung mehr. Sondern das sind dann zwei Überweisungen. Manchmal habe ich Probleme. Aber es ist halt so, sowas stört mich. Einmalzahlung, zweimal falsch? Mama hat schon einen Titel rausgesucht. Ich mag's, wenn sie anfängt mit Titel. Sie hat ja auch einen Titel. Mama. Ja, was mich auch stört, ist irgendwie so dieses, dass wir auf der einen Seite haben wir Öl, Gas und so weiter. Wir haben es da. Wir haben sehr viel davon da. Aber nur weil es aus Russland kommt, wollen sie es nicht verwenden und deswegen steigen die Preise und meine Mutter kann nicht mehr zu McDonald's fahren und mir schnell ein paar Pommes holen. Was denn? Warum bieten die jetzt einen Lieferservice an? Ja, aber das ist ja auch noch so eine Sache. Und dann liefern kannst du dir praktisch auch schon fast nichts mehr lassen, weil ganz viele Lieferservice gerade ihre Kosten total aufschlagen. Und es ist teilweise echt dreist, weil ich sehe nicht ein, dass ich für einen Burger von McDonald's 5 Euro zahle, wenn die Qualität nicht mal 1 Euro wert ist. Ja, ist halt was anderes. Ja, würde ich ja auch machen. Aber manchmal will man halt auch einfach nur was Ungesundes essen. Wenn man nicht raus kann, weil alle Angst machen. Ja genau, wenn man nicht rauskommt, weil man zu viel Angst hat. Und manchmal ist es auch einfach scheiße, wenn man zum Beispiel sich gerne so eine schöne kleine frittierte Teigtaschen machen wollen würde und das scheiß Sonnenblumenöl weg ist, weil jeder es nur noch bunkert, weil sie damit ihre blöden Motoren kaputt machen müssten. Das ist ja noch das Perverse daran. Die Leute, wenn man Sonnenblumenöl in den Motor schmeißt, dann geht er davon kaputt. Nur so als kleiner Tipp für alle, die da jetzt zugucken und da auch einen Dieselmotor haben. Schmeißt kein Sonnenblumenöl rein. Außer ihr wollt nächstes Jahr euch ein E-Auto kaufen, dann ist es eh egal. Und kein Zebra ins Klo. Und auch kein Zebra ins Klo. Das verstopft nur die Röhren. Und keine Essensreste in den Abfluss, weil davon kommen nur Ratten und sowas. Oh, ich habe mal vor ein paar Jahren bin ich mal an einem Restaurant vorbeigefahren und da ist da hinten bei denen hinten an den Mülltonnen Ratten rumgehüpft. Da esse ich nie wieder, sage ich. Und da habe ich zwar nur einmal in meinem Leben gegessen, aber auch nie wieder. Das war eine Einmalgeschichte. Es gibt nur noch eine Sache, die gruseliger ist, als wenn Ratten hinter dem Restaurant rumrennen.
wenn halbe Ratten hinterm Restaurant hängen. Oh. Entschuldigung, das ist wirklich schrecklich. Ja, es ist, ja. Aber ich finde es gerade zur Zeit ist irgendwie alles wird so kompliziert aufgebauscht. Dabei gibt es für viele Sachen ganz einfache Lösungen. Zum Beispiel sei es eine gute Lösung für eine Einmalzahlung ist, einmal zu zahlen. Das ist ein gutes Ende. Eine gute Lösung zum Beispiel sei es für die ganze Energiekrise wäre, wenn man nicht die Energie subventionieren würde, sondern wenn man den Bürgern zum Beispiel helfen würde, die Energiekosten zu tragen, weil dann könnten die ganzen Energietypen aufschlagen und es würde nichts machen. Wäre auch eine Lösung, ne? Und ich meine, wir haben ja das Geld, weil anscheinend ist es ja möglich, Schulden aufzunehmen, wie zum Beispiel, wenn es ums Militär geht. Ich habe nur mal, ich habe nichts gesagt, ich meine ja nur. Was denn? Ich finde, in Krieg zu investieren ist immer ein schlechtes Investment. Man sollte in Frieden investieren. Weil wer in Krieg investiert, investiert in Leid. Und Leid an sich ist keine gute Sache. Sondern was eine gute Sache ist, ist, wenn die Leute zufrieden sind. Und zufriedene Leute sind Leute, die, ja, die besser leben und auch gesünder leben und länger leben. Ja. Und die wahrscheinlich dann sich nicht darüber beschweren, dass ihre Mutter nicht mehr zu McDonald's fahren kann und Pommes holen. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.read@outlook.com. Ja, es tut mir leid, falls meine letzten zwei Videos etwas wirr sind, aber bei mir läuft es gerade einfach nicht so. Aber so ist es nun mal. Gut, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.